auf der Homepage der Gemeinde Mauer im Sommer 2021 befindet sich ein Firmenverzeichnis mit 24 Adressen. Die Gemeinde bittet alle Unternehmen, sich in dieses Verzeichnis aufnehmen zu lassen. Dieses Video dagegen möchte über die Vorgänger dieser Gewerbe, die Berufe in Mauer in geschichtlicher Zeit bis zum Ende des 19. Jahrhunderts berichten. Im Kehlereiprotokoll des Kurfürstlichen Amtes Dilsberg ist der erste Handwerker aus Mauer ein Schmied. Am Pfingstmontag 1564 wurde der Schmied Ludwig Zipfer aus Mauer, als er von Bammental nach Hause ging, von drei Burschen abgepasst und hart verhauen. Mit Hilfe von Freunden rächte er sich eine Woche später. Am 30. Mai wurden schließlich Schläger aus beiden Lagern verhaftet. 1792 wollte Johannes Zweisig mit seiner Ehefrau Elisabetta zusammen mit fünf weiteren Familien auswandern. Zur Beurteilung des Gesuchs wurde das Vermögen der Familien ermittelt. Bei Zweisig, der sogar ein kleines Häuschen hatte, ergab sich ein Vermögen von nur 58 Gulden und 30,5 Kreuzer. Er schuldete dem Schmied Menges 3 Gulden. Das Amt Heidelberg wurde schließlich angewiesen, das Gesuch abschlägig zu verbescheiden. Am 3. März 1820 berichtete der Straßenbauinspektor Funk dem großherzoglichen Kreisdirektorium, dass von dem Bau der Elsenzbrücke bei Mauer noch 3 Rechnungen zu bezahlen seien. Darunter war auch die Rechnung für den Schmiedemeister Menges in Höhe von 204 Gulden, 56 Kreuzer. Im Jahre 1597 wurde im Kehlereiprotokoll ein Vergleich zwischen Bauer Wendell zu Meggesheim und Hinsen Endres zu Mauer festgehalten. An Georgi, also dem 23. April, soll Friedrich zu Mauer dem Bauer Wendell 3,5 Gulden bezahlen. Am 22. April 1651 wendete sich Moses Fabian aus Mauer an die Kehlerei im Dilsberg. Er gab an, dass er vor einem Jahr im Hafer eine Pflugschar verloren habe. Er habe dies im Dorf bekannt gemacht, aber niemand wusste etwas. Er habe auch die Schmiede in Neckargemünd und Meggesheim daraufhin angesprochen. Später habe er eine Schar, die Wendel Müller dem Schmied in Meggesheim zum Dengeln gebracht habe, als seine erkannt. Trotz Zeugenbefragung am nächsten Tag konnte der Fall zwischen den beiden Bauern aus Mauer nicht geklärt werden. Am 10. Januar 1603 wird Hans Bull aus Mauer auf dem kurfürstlichen Amt Dilsberg wegen verschiedener Vergehen vernommen. Im Kehlereiprotokoll steht, dass er in Mauer das Bäckerhandwerk gelernt und dabei den Hochmüller getäuscht habe. 1835 bestrafte der Gemeinderat den Bäckermeister Jakob Müller, weil er schlechtes Brot gebacken hatte. Da es zum ersten Mal vorgekommen war, erhielt er eine Verwarnung und musste lediglich 30 Kreuzer bezahlen.
Am 15. Dezember 1671 beschwerte sich Georg Philipp Fick von Reval, der Sohn des früheren Ortsherrn, über den Amtmann vom Dilsberg. Dieser habe dem Müller Harstens verboten, für ihn Mehl zu mahlen, solange er die neu festgesetzten Steuern nicht bezahlt habe. Am 30. März bittet Philipp Ludwig von Bettendorf beim Kurfürsten darum, dass die für seinen Müller ungerecht angesetzte Strafe von 8 Reichstalern erlassen wird. Er und seine Bediensteten seien seit undenklichen Zeiten von Steuern frei. Zum Ende des 18. Jahrhunderts möchten 7 Familien auswandern. Zur Prüfung der Anträge wird das Vermögen ermittelt. Nach der Aufstellung des Johannes Zweisig schuldet er dem Müller Wels die Mühlfrucht in Höhe von 13 Gulden, 40 Kreuzern. Am 15. September 1816 schreibt Inspektor Funk an das Amt Neckargemünd, dass der Müller Wels dringend um eine Verfügung bittet, wie er sein Mühlwehr einzurichten habe, da bei gegenwärtig guter Witterung noch die Arbeit gefertigt werden könne. Mit Datum 18. Februar 1717 ist im Kellereiprotokoll vom Dilsberg eine Anzeige des Leinenwebers Jakob Menger von Mauer gegen den Bürgermeister und dessen Sohn wegen Beleidigung und Schlägerei vermerkt. Der Leinenweber erhielt nach der 6. Seite des Eintrags eine Strafe von 1 Pfund Heller. Die Bestrafungen des Bürgermeisters und seines Sohnes wurden auf den nächsten Gerichtstag vertagt. Wegen eines Auswanderungsgesuches wurde eine Abschrift aus dem Kirchenbuch der evangelischen lutherischen Gemeinde zur Mauer für Johann Gottfried Walter vorgelegt. Darauf ist als Taufzeuge Johann Gottfried Hermann, Bürger und Webermeister, dahier angegeben. Der Webermeister Balthasar Scholl wollte mit seiner Ehefrau und 3 Kindern nach Polen auswandern. Erst nachdem der Ortsherr sich 2-mal eingeschaltet hatte, wurde die Auswanderung am 13. März 1799 genehmigt, weil die Familie kaum noch im Ort geachtet war. Bereits anlässlich der Anzeige des Leinenwebers Jakob Menger vom 18. Februar 1717 wurde mit Jakob Fabian erstmals der Name eines Wirtes von Mauer in einem amtlichen Dokument festgehalten. Die Wirte wurden mehrfach aktenkundig, weil sie wegen Übertretung der Polizeistunde bestraft wurden. Am häufigsten wurden die Mengers bestraft. Im Jahre 1786 mussten die Wirte bezeugen, dass sie die vogteilichen Befehle an den Türen der Wirtshäuser angeschlagen hatten. Am 26. Oktober 1818 versuchte der Wirt Andreas Schenzel auch im Namen der anderen 4 Wirte in Mauer zu verhindern, dass Michael Münch das Recht erhält, eine Wirtschaft zu eröffnen. Er begründete dies in einem 8-seitigen Brief. Am 8. Dezember erhält Michael Münch trotz des Protestes die Erlaubnis zur Führung einer Bier- und Branntweinwirtschaft. Am 2. August 1819 wird ihm auch die Erlaubnis erteilt, Wein zapfen zu dürfen. In den Beilagen zur Gemeinsrechnung
finden sich weitere Dokumente über die Wirte. Zunächst geht es mit Strafen weiter. Am 23. August 1833 wurde der Kronenwirt nicht wegen Übertretung der Polizeistunde, sondern wegen seines Hundes bestraft. Es gab nicht nur Strafen für die Wirte. Am 23. März 1846 wurde der Kronenwirt Freimüller für 3 verschiedene Dienstleistungen mit 3 Gulden, 38 Kreuzer bezahlt. Am 10. Juni 1849 war Ochsenwirt Münch Kapitalgeber bei der Aufstellung der wegen der Badischen Revolution eingeführten Volkswehr. Kronenwirt Freimüller bezahlte 1850 Pachtgeld für die Sandgrube. Dies erklärt, weshalb er 1846 2 Fuhren Sand für 32 Kreuzer liefern konnte. Daraus lässt sich übrigens errechnen, dass er mindestens 77 Fuhren Sand machen musste, um das Pachtgeld wieder zu verdienen. Am 3. August 1729 erwähnte Philipp Louis, Baron von Bettendorf, in einem Schreiben an den Kurfürsten einen Krämer in Mauer, dessen Tochter mit einem liederlichen Kesselflieger verheiratet war, der sich auch in Mauer eingeschlichen habe. Weiterhin erwähnt er den liederlichen jungen Krämer Hans-Georg Schüle, der auf allen Märkten und Kirchweihen herum vagabundiere. 1835 ließ die Gemeinde das Wachthorn von dem Kesselflicker Josef Hörst für 38 Kreuzer reparieren. Die älteste Krämerrechnung stammt von Johann Nestl aus dem Jahre 1821. Krämer Nestl verkaufte auch Tuch, nämlich 6 Ellen, die für einen armen Bürger verwendet wurden, wie eine Zahlungsanweisung vom 6. August 1825 belegt. Bei dem Auswanderungsantrag des Johannes Zweisig sind auch Schulden bei dem Schuhmacher Raspold in Höhe von 8 Gulden 22 Kreuzer vermerkt. 1798 beantragte der Schuhmachermeister Heinrich Störzer die Genehmigung der Auswanderung wegen seines zerrütteten Haushaltszustandes. Da die Ehefrau leibeigen war, mussten einige Hürden überwunden werden. Der Gemeindediener hatte jährlich Anspruch auf 2 Paar neue Schuhe. Für 1820 fertigte dieser der Schuhmacher Karl Friedrich Kramer an. Gleich 3 Schuhmacher bekamen 1825 nach einem Brand in Wiesenbach Aufträge zur Reparatur von Löscheimern. Wegen eines Auswanderungsgesuches wurde eine Abschrift aus dem Kirchenbuch der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Mauer für Johann Gottfried Walder vorgelegt. Der Vater des Täuflings war der Schäfer Konrad Walter. Durften 4 Familien nach Ungarn auswandern. Darunter war der leibeigene Hirte Johannes Kühner mit Ehefrau und 7 Kindern. Am 27. März
1816 wurde in Zusammenhang mit der Erbauung einer Mauer um das katholische Pfarrhaus ein Kostenvoranschlag des Maurers Michael Haaf erwähnt. 50 Kubikklafter Maurerarbeit für den Neubau der Elsenzbrücke wurden am 1. Oktober 1860 versteigert. Pro Klafter waren 8 Gulden veranschlagt. Nach einem Bieterwettbewerb erhielt der Maurermeister Franz Haaf den Zuschlag für 4 Gulden 40 Kreuzer im Gesamtbetrag von 233 Gulden 20 Kreuzer. 1822 hatte Georg Haaf ein gewölbtes Brücklein am Karlsbrunnen erbaut. Er erhielt dafür am 9. September 7 Gulden 30 Kreuzer. Die Ziegel für das Brücklein kamen aus Zutzenhausen. Die Zimmerarbeit für die Elsenzbrücke ersteigerte 1816 Matthäus Stetzelberger für 159 Gulden 36 Kreuzer. Dieses Video befasste sich mit Dokumenten über Berufe von 1564 bis 1849. Zunächst handelte es sich um Berufe, die in den Kehlereiprotokollen benannt sind und die mit Dokumenten aus den Beilagen zur Gemeinsrechnung ergänzt sind. Die Liste nennt in alphabetischer Reihenfolge das jeweils älteste Dokument über weitere Berufe, die bis 1849 in den Beilagen zur Gemeinsrechnung zu finden sind. In den Beilagen zur Gemeinsrechnung sind die Steuerlisten nach Berufen geordnet. In dieser Tabelle sind die Summen der Berufe von 1840, 1850 und 1880 genannt. Dabei lassen sich Auswirkungen der beginnenden Industrialisierung erkennen. Aus der Mühle wird die Ölfabrik. Sie benötigt 11 Ölschläger. Die Zahl der Schuhmacher sinkt von 12 auf 5. Und statt 25 Webern gibt es nur noch 6.